Gut, wenn ihr ein 5Ds Story-Spiel spielt, für einen Computer oder für einen DS oder für was anderes, dann werdet ihr häufig vor Turbo-Duellen gelangen. Wir schauen uns heute an, wie ein Turbo-Duell abläuft. Das ist für das Originalspiel unrelevant, da es im Originalspiel keine Synchro... keine Schnellzauber gibt. Also dieses Kapitel ist alles fiktiv, das gibt's im originalen Kartenspiel gar nicht, sondern nur in Computerspielen mit dem Namen 5Ds. Dieses Kapitel erläutert Turbo-Duelle und die Karte Geschwindigkeitswelt 2. Anders als in normalen Duellen wird beim Start des Turbo-Duells die Geschwindigkeitskarte Geschwindigkeitswelt 2 automatisch aktiviert. Das ist diese Karte hier. Das ist ein Spielfeldzauber, befindet sich ausnahmsweise mal auf beiden Spielfeld-Zauberkartenzonen. Zauberkarten außer Geschwindigkeitszauber können nicht aktiviert werden. Während ihrer Standby-Phase platzieren alle Spieler eine ihrer Geschwindigkeitszählmarken auf diese Karte. Also ihr seht, es kommen wieder die Sachen mit den Zählmarken. Jeweils bist du 12. Du kannst einige der Geschwindigkeitszählmarken entfernen, um deinem Gegner eine Geschwindigkeitszauberkarte auf deiner Hand zeigen, um einen der folgenden Effekte zu aktivieren. 4 Zählmarken, füge deinem Gegner 800 Schadenspunkte zu. 7 Zählmarken, ziehe eine Karte. 10 Zählmarken, zerstöre eine Karte auf dem Feld. Wegen des Effektes der Karte Geschwindigkeitswelt 2 kannst du keine normalen Zauberkarten einsetzen. Man braucht jetzt also sogenannte Geschwindigkeitszauberkarten, die es im Originalspiel deswegen nicht gibt. Deswegen ist das Ganze eigentlich nur fiktiv und gibt es im Originalspiel eigentlich nicht. Stattdessen muss man Geschwindigkeitszauber benutzen. Das heißt Zauberkarten, in deren Namen das Wort Geschwindigkeitszauber steht. Um Geschwindigkeitszauber zu aktivieren, brauchst du Geschwindigkeitszählmarken, welche von der Karte Geschwindigkeitswelt 2 erzeugt werden. Also um Zauberkarten zu spielen, braucht man hier Zählmarken auf dieser Geschwindigkeitswelt 2. Und die muss man dann entfernen, um einen Effekt einer Karte aktivieren zu können. Deine Geschwindigkeitszählmarken erhöhen sich sowohl während deiner Standby-Phase und der des Gegners. Und dein um 1, achso. Also in jeder Standby-Phase des Duells, sowohl beim Gegner als auch bei dir, erhöht sich der Zähler dieser Karte um 1, maximal bis 12. Hier sieht man das auch angezeigt. Deine Geschwindigkeitszählmarken erhöhen sich sowohl während deiner Standby-Phase und der des Gegners um 1. Ebenso erhöhen sich die deines Gegners, das ist ja auch logisch. Du kannst insgesamt mindestens oder höchstens 12 Geschwindigkeitszählmarken besitzen. Also wenn man maximal 12 Geschwindigkeitszählmarken mehr hat, dann kann man keine weitere mehr bekommen. Da muss man welche abgeben, um wieder welche hinzuzubekommen. Hier kannst du die Anzahl der Geschwindigkeitszählmarken, die du besitzt, überprüfen. Geschwindigkeitswelt 2 hat 3 Effekte, die mit Hilfe der Geschwindigkeitszählmarken aktiviert werden können. Also mit der Ausnahme von den Geschwindigkeitszauberkarten, die man so spielt, hat auch die Geschwindigkeitswelt 2 auch eigene Effekte, die man mit dieser Karte benutzen kann. Der erste Effekt ist, dass man mit dem Opfern von 4 Geschwindigkeitszählmarken dem Gegner 800 Punkte Schaden zufügen kann, wenn man einen Geschwindigkeitszauber von seiner Hand dem Gegner vorzeigt. Der zweite Effekt der Geschwindigkeitswelt 2 ist, man kann 7 Zählmarken entfernen, um eine Karte zu ziehen. Man muss dem Gegner jedoch eine Zauberkarte zeigen. Also eine Geschwindigkeitszauberkarte muss man dem Gegner dann zeigen. Und man kann 10 Geschwindigkeitszählmarken entfernen, um eine Karte zu zerstören, wenn man seiner Hand dem Gegner eine Zauberkarte zeigt. Also wenn man dem Gegner quasi eine Zauberkarte zeigt und 10 Zählmarken entfernt, dann kann man eine Karte auf dem Feld zerstören. Man muss jedoch diese ganzen Zählmarken dann
von Geschwindigkeitswelt 2 entfernen. Der erste Effekt entfernt 4 deiner Geschwindigkeitszählmarken und fügt deinem Gegner 800 Punkte Schaden zu. Der zweite Effekt entfernt 7 deiner Geschwindigkeitszählmarken und du kannst eine Karte aus deinem Deck ziehen. Der dritte Effekt entfernt 10 deiner Geschwindigkeitszählmarken und du kannst eine Karte auf dem Feld zerstören. Um diese Effekte zu aktivieren, musst du deinem Gegner eine deiner Geschwindigkeitszauberkarten auf deine Hand zeigen. Das habe ich gerade eben erklärt. Legen wir los und benutzen den Effekt von Geschwindigkeitswelt 2. Gut, wie viele Zählmarken haben wir denn? Wir haben insgesamt 12 Zählmarken. Hier haben wir einige Geschwindigkeitszauber, die können wir benutzen. Das ist bei jeder Geschwindigkeitszauberkarte so, dass hier eine Bedingung dran steht, wie viele Geschwindigkeitszählmarken man haben muss oder entfernen muss. Hier zum Beispiel, die können wir nur aktivieren, wenn wir 3 oder mehr Geschwindigkeitszählmarken besitzen. Das ist eine Karte, die entfernt uns keine Zählmarken, sondern das ist quasi nur eine Bedingung, die wir haben müssen, um diese Karte spielen zu können. Und das ist eine Karte, die uns zwingt, dass wir Geschwindigkeitszählmarken entfernen, sodass wir die dann aktivieren können. Und wir können auch den Effekt von Geschwindigkeitswelt 2 benutzen. Hier in dem Fall können wir zum ersten 800 Punkte dem Gegner Schaden zufügen, indem wir 4 entfernen. 7 entfernen, um eine Karte zu ziehen, oder 10 entfernen, um eine Karte zu zerstören. Wir könnten damit beispielsweise jetzt den blauigen weißen Drachen zerstören. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich benutze jetzt den Effekt von Geschwindigkeitswelt 2. Dann wähle ich aus, welchen Effekt ich haben möchte. Ich möchte natürlich eine Karte auf dem Feld zerstören. Jetzt werden uns die Geschwindigkeitszählmarken abgezogen, das sind 10. Und wie bei jedem Effekt, wenn man die Geschwindigkeitswelt 2 benutzt, muss man eine Karte, eine Zauberkarte von seiner Hand dem Gegner zeigen. Und dann kann man den Effekt ausführen und die Karte zerstören. Wie wäre es, wenn wir auch noch andere Effekte ausprobieren? Jetzt liegt der weiße Drache wieder auf dem Feld. Alles klar, jetzt können wir den Effekt nochmal aktivieren. Jetzt benutzen wir mal den Effekt, um eine Karte zu ziehen. Hier werden 7 Zählmarken jetzt entfernt, also von 12 runter auf 5. Wir zeigen dem Gegner wieder eine Geschwindigkeitszauberkarte und ziehen eine Karte. Jetzt schauen wir uns die Geschwindigkeitszauber an. Geschwindigkeitszauber sind Zauberkarten, die nur in einem Duell Turbo-Duell genutzt werden können. Also Geschwindigkeitszauber nur bei Turbo-Duellen. In normalen Duellen kann man die nicht einsetzen. Während einige Geschwindigkeitszauber für ihre Aktivierung voraussetzen, dass sich eine bestimmte Anzahl Geschwindigkeitszählmarken in deinem Besitz befinden müssen, verlangen andere, dass du Geschwindigkeitszählmarken als Einsatzkosten abgeben musst. Das habe ich vorhin schon erklärt. Es gibt Karten, wo man eine bestimmte Anzahl braucht und es gibt Karten, wo man eine Anzahl entfernen muss. Unter den Geschwindigkeitszaubern gibt es mächtige Karten, wie diese hier, die 12 Geschwindigkeitszählmarken erfordern. Diese Karte ist im Originalspiel verboten. Raigeki, hier heißt sie. Diese Karte kann durch das Entfernen aller 12 Geschwindigkeitszählmarken aktiviert werden. Man muss quasi seine ganzen 12 Zählmarken, die man hat, abgeben, um Raigeki spielen zu können. Der Effekt von Raigeki ist, zerstöre alle Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. In Turbodellen gilt also, je mehr Geschwindigkeitszählmarken du besitzt, desto mächtigere Geschwindigkeitszauber kannst du einsetzen. Versuchen wir jetzt einen Geschwindigkeitszauber zu benutzen. Alles klar. Was haben wir denn hier? Geschwindigkeitszauber Sonic Booster. Entferne 2 Geschwindigkeitszählmarken, um diese Karte zu aktivieren. Füge den gegnerischen Lebenspunkten Schaden in Höhe der
Hälfte der ATK eines aufgedeckten Monsters auf der gegnerischen Spielfeldseite vielleicht zu. Dann haben wir hier Geschwindigkeitszauber, Schnellschuss, Flügel. Okay, diese Karte kann aktiviert werden, falls du drei oder mehr Geschwindigkeitszellmarken besitzt. Erhöht die ATK eines aufgedeckten Monsters auf deiner Spielfeldseite um 200 Punkte. Fehle Geschwindigkeitszellmarken bis zur Endphase. Also, diese Karte erhöht quasi die Angriffskraft eines unseres Monsters um 200 für jede Geschwindigkeitszellmarke, die wir besitzen. Das ist ziemlich nützlich, um die weißen Drachen zu zerstören, denn das wird unsere ATK ziemlich hoch jetzt verstärken. Gut, ich erhöhe die Angriffskraft von Grümpel Synchronisierer. Jetzt aktiviere ich den Effekt von der hier. Das fügt dem Gegner Schaden in Höhe der Differenz zwischen den Angriffspunkten zu, glaube ich. Ja, ihr seht, die Karte wurde verstärkt durch unseren Schnellschuss. Ah ja, okay. Das bringt uns quasi einen Vorteil. Okay, lass uns rekapitulieren. Was wird beim Start eines Turbo-Duells aktiviert? Ist es ein Geschwindigkeitszauber? Ist es die Karte Geschwindigkeitswelt 2? Oder ist es eine Geschwindigkeitszählmarke? Die Lösung ist, bei jedem Duell wird sofort die Karte Geschwindigkeitswelt 2 benutzt. Wann erhöht sich die Anzahl deiner Geschwindigkeitszählmarken? Ist es in der Standby-Phase, ist es in der gegnerischen Standby-Phase oder ist es in unserer und in der gegnerischen Standby-Phase? Die Antwort ist, in beiden Standby-Phasen erhöhen sich die Geschwindigkeitszählmarken beider Spieler. Welche ist kein Effekt von Geschwindigkeitswelt 2 Dollar? Warum steht hier ein Dollarzeichen? Das ist sehr lustig. Also, was ist der Effekt von Geschwindigkeitswelt 2 Dollar? Wir kriegen 2 Dollar geschenkt. Nein, wir können eine Karte aus dem Deck ziehen. Man kann eine Karte auf dem Feld zerstören oder man kann 1000 Lebenspunkte regenerieren. Eigentlich wäre beides falsch, wenn man es streng sieht, denn es gibt keine Geschwindigkeitswelt 2 Dollar. Ne? Aber wenn man mal meint, es wäre Geschwindigkeitswelt 2, dann ist definitiv es kein Effekt, 1000 Lebenspunkte zu regenerieren. Gut, das war's für Turbo-Duelle. Im nächsten Part schauen wir uns an, wie man ein Team-Duell macht mit einem Kollegen, also mit einem Mitspieler und gegen zwei gegnerische Spieler antritt. Ein sogenanntes Tag-Duell. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer MKP. Ciao.